Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs, wo sind wir eigentlich unterwegs? Ne, wir sind in DayZ. Ich glaube, ich bin im falschen Film, oder? Ja, das ist der falsche Film. Ich kann ja auch spielen, was ich will. Ich lande immer wieder beim Truckfahren. Nee. Ein Elefantenrennen Deluxe. Mhm. Komm mir nicht zu nah, du Honk. So. Das ist mir jetzt übrigens auch vollkommen egal, ob der Parkplatz auf der linken oder rechten Seite ist, aber der sieht so aus, ob der auf der rechten Seite ist. Ah, hier wäre er gewesen! Ja, wo denn? Ach, das ist so ein Hotel. Dann ist der da. Oh je. Nee, also das jetzt mit der großen Karre da. Nee, nö. Das mache ich anders. Ja, abgewürgt. Ist ja egal. Warnblinker an. Ich muss jetzt mal zurück. So. Da darf jetzt echt keiner kommen, weil der stellt sich dann nämlich so dicht hinter mir. Das ist mir jetzt egal, du wartest jetzt einfach und fahr jetzt nicht so dicht. Ich will doch da rein. Bist du mir jetzt in die Karre gefahren, du Honk? Was bist du denn für ein Vollhonk? Warte da gefälligst. Nee, ne? Ich steig gleich aus. Und dann kannst du was erleben. Geht ja mal gar nicht. Ich will doch nur hier drauf. Jetzt warte doch mal ab. So, ich rechne mal nicht damit, dass hier jetzt ein Parkplatz ist. Boah, ist das alles eng hier. Sondern ich mache jetzt Trick 17. Ich mache erstmal den Warnblinker aus. Und mache hier den Trailer ab. Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier mit dem so... Boah, ist das eng, ey. Das geht ja gar nicht. Und ich kann so schlecht gucken. Da sieht man jetzt im Navi schon das Fähnchen ins Bild kommen unten. Es ist nicht mehr weit. Aber die Zeit rast ja hier im ETS 2 so furchtbar. Hier ist 60. Wen juckt das? Doch, das doch. Boah, was ist das denn hier? Geilo! Hier ist Nebel. Jetzt habe ich mich richtig erschrocken. Bodennebel auf der Brücke oder was? Super klasse. Ich nehme mir jetzt nicht die Zeit, hier großartig durch die Gegend zu gucken, aber das sieht irgendwie verschärft aus. Das ist doch mal eine Überraschung. Nein! Es hat nicht einmal geknallt, jetzt aber bloß weg hier. Die Bremsen sind viel zu schlecht. Und die KIs sind... Gut, keiner hat mir, ist mir raufgefahren. Ich musste nur diese paar Kröten bezahlen für die rote Ampel. Gut, dass ihr meine roten Bäckchen jetzt nicht sehen könnt. So. Erstmal runter von dem Kahn. Hallo.
Ja. Hallo? Wo muss ich eigentlich lang? Hallo? Na, der sitzt auch auf seinen Ohren. Na gut. Dann vertrauen wir dem Navi. Ich muss auch einschalten. Und das ist der Panzer, den der ziehen soll. Es ist schon toll zu sehen. Ich habe den noch nicht angekoppelt, wie ihr sehen könnt. Ich koppel den jetzt an. Achtet doch mal auf das Führerhaus bzw. die Vorderachse. Und ankoppeln. Wupp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wahrscheinlich ist das Video gleich ganz schnell zu Ende. Ich versuche mal loszufahren. 55 Tonnen. Heiß aus da hinten. Passt der überhaupt hier durch? Der passt doch im Leben nicht hier durch. Jetzt wird's interessant. Ich scheiß jetzt mal auf den Straßenverkehr. Das soll passen? Ja, das wird interessant. Doch, 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 doch. Aber falsch rum. So ist das, wenn man von außen guckt. Ich habe ja auch angefangen in letzter Zeit jetzt nach Spiegel einzuparken und zu rangieren. Na, komm mal, Gang rein. So. Aber ich glaube, in dem Fall lasse ich das mal. Der passt da wirklich durch. Wo muss ich eigentlich lang? Wo bin ich denn da? Achso, links rum. Rechts rum. Von da aus gesehen. Fällt der auseinander von? Ich fährt verrückt. Da kommen in Wallung Knattopeck. Oder hängt der irgendwo? Ja, mir ist klar. Hängt der irgendwo fest. Jetzt auf einmal gibt's da so Stoff. Komm ich da rum? Nö. Du wartest jetzt. Du wartest. Och, fahr doch. Ja, super. Das finde ich so unrealistisch da dran. Normalerweise würde doch jeder weiter hinten stehen bleiben. Na, das passt aber noch. Das ist jetzt erster Gang Vollgas. Mehr ist da nicht zu holen. Naja, wir sind ja nicht in Eile, oder? Sind ja nur noch 975 Kilometer. Ach ja. Fährt der noch vor? Ja, dann tut's mir leid. Ja. Jetzt häng ich fest.
bin, wie gesagt, fest entschlossen, dieses Ding in St. Pölten abzuliefern. Nee, so schnell müssen wir nicht. 80 reicht. Und da loggen wir dann unseren Tempomat ein. Du weißt ja, T für Tempomat, ne? Den Spruch muss ich dauernd bringen. Ne? Den muss ich dauernd bringen. Wenn du T drückst, dann koppelst du ja eigentlich deinen Trailer ab. Und deswegen heißt das immer T für Tempomat. Ja, hast du Angst gehabt, ne? Er hatte Angst gehabt, hast du gesehen? Der hat bestimmt jetzt sein Polster nass gemacht. Ja. Und Wasser ist natürlich kostbar in der Wüste, also behalt's bei dir. Ja. Und werden in der Kurve überholt, ist ja egal. Irgendwie gelbe Nummernschild, alles Holländer hier, wa? Habe ich letztens auch gesagt. Ich sag also, woran erkennt man, dass jemand viermal durch die Führerscheinprüfung gefallen ist? Na? Am gelben Nummernschild. Ja, böse Zauberhocken sowas. Ja. Vielleicht. Ach verdammt, ich habe nämlich tatsächlich, ein Glas mit echtem Wüsten-Sahara-Sand. Den hätte ich jetzt mal rausholen können. Den habe ich mir tatsächlich da geholt. Wenn du mal aufstehst und guckst da mal in der Kommode, da sind doch so Schubladen. Guck doch mal in der oberen, kurzen, linken Schublade, ob dir so ein kleines Glas mit rötlichem Sand in die Hände fällt. Wenn dem nämlich so ist, hast du Sahara-Sand in der Hand. Ja, kannst du mal zeigen. Ich habe jetzt das Schlenkrad in die Hand, aber nicht aufmachen, weil dieser Sand, das ist tatsächlich echter Sahara-Sand, der ist so puderförmig, das kann man am besten vergleichen, wenn man sagt, Zucker kennt jeder, ne? Strandsand, den wir hier normal auch in Deutschland am Strand haben, ist jetzt, sagen wir mal, Zucker, so von der Körnigkeit her. Und dann ist Sahara-Sand tatsächlich wie Puderzucker. Na? Das habe ich aber auch schon mal erzählt. Und das ist jetzt tatsächlich wirklicher Sand, den ich selbst 1995 in der Sahara abgefüllt habe. Ist ja wirklich extrem fein. So ja. Sand in so Sanduhr. Ja, der ist ganz, ganz fein. Und wenn du da mit dem Fotoapparat oder Videokamera rumläufst, dann ist das die letzte Aktion, die Kamera macht. Ja. Also zumindest der Reiseleiter, ich glaube, das habe ich auch erzählt in der letzten Folge, macht nichts, machen wir hier noch, wiederholen wir das nochmal. Der hat halt gesagt, ich hatte nämlich so ein Unterwassergehäuse, weil ich ja da auch Strandurlaub gemacht habe und ich habe ja dann auch unter Wasser ein bisschen gefilmt da. Und Oh.